Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich He-Man und die Masters of the Universe, der Band, der glaube ich 2016 erschienen ist. Ich meine zumindest, dass es 2016 gewesen ist, kann aber auch schon 2015 gewesen sein. Ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwo eine Jahreszahl erhascht bekomme, dass ich euch das genaue Jahr sagen kann. Und ich sehe, dass es sogar in Deutschland schon 2014 veröffentlicht wurde. Und war halt der erste Band zu dem Zeitpunkt, wo He-Man wieder zurück zu DC Comics geraten oder besser gesagt zurückgekehrt ist. Sagen wir es mal besser so, He-Man ist in dem Jahr zu DC Comics zurückgekehrt, nachdem er in der Zwischenzeit einfach nicht mehr veröffentlicht wurde oder auch bei anderen Verlagen sein Zuhause gefunden hatte, weil He-Man halt keine originale DC-Lizenz ist. DC hat damals einfach nur zu den Mattel-Figuren die Comics dazu beigeliefert, deswegen halt die ersten Comics bei DC Comics erschienen sind und später dann halt He-Man oder Mattel da sein eigenes Ding draus gemacht haben und He-Man auch bei den ein oder anderen Independent-Verlagen in der Zwischenzeit gewesen ist. Im Jahre 2014 in Deutschland, in den USA muss es dann circa 2012 gewesen sein, hat sich dann DC dazu entschieden oder mit Mattel wieder zusammengetan und entschieden, dass He-Man wieder bei DC seinen Rückkehr hat oder besser gesagt zurückkehrt zu DC Comics. Und da haben sich in dem Fall Keith Given, James Robinson und Geoff Johns zusammengetan, um dieses Werk zu schreiben. Und sie haben sich nicht dazu entschieden, einfach wieder eine neue Origin-Geschichte zu erzählen und ab dann alles in Gang zu bringen, sondern sie spielen halt auch das ganze Ding an, dass es in der Zwischenzeit He-Man woanders gewesen ist und halt sein Ding selbst durchgezogen hat. Und erklären alles damit am Anfang der Geschichte, dass Adam kein Prinz mehr ist und jetzt einfach nur der Holzfäller Adam ist, der im Wald mit seinem Vater lebt und nachts davon träumt, dass er irgendwie He-Man mal gewesen ist, aber diese Träume nicht genau einordnen kann. Und tagsüber kommt ihn immer irgendein Falke besuchen, der ihn so ein bisschen anspornt, doch mal dieses kleine Dörfchen oder besser gesagt dieses Haus im Wald zu verlassen. Und eines Tages entscheidet er sich dann dazu, seinen Vater allein im Wald zurückzulassen. Er hat dann so eine alte Dame darum gebeten, dass sie sich in der Zeit um den Vater kümmert. Und ab da fängt dann eines so die Abenteuerreise an von He-Man, der dann auf dem Weg zu Schloss Grayskull, wo er zu Anfang der Geschichte noch gar nicht weiß, dass ihn der Weg dorthin führen wird, halt auf jede Menge Widersacher trifft. Und da ist einer der ersten, den er trifft, der gute Beastman. Denn mein Problem mit der ganzen Geschichte war, die zwar schön erzählt wurde und auch toll gezeichnet wurde, und ich fand auch das Übereinandertreffen der Autoren, die das ganze Ding hier zusammen geschrieben haben, was halt mit Geoff Johns anfängt, dann kommt der gute James Robinson, dann schreibt der zusammen was mit Keith Given ein Heft und dann schreibt Keith Given alleine weiter. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und man hat auch gemerkt, dass so pro Kapitel immer ein anderer Autoren oder ein Autorenduo dran gewesen ist, was so eine gewisse Dynamik mit reingebracht hat. Man hat auch gemerkt, dass die ganzen Autoren sich gut abgesprochen haben. Mein persönliches Problem war einfach nur, ich persönlich habe noch nichts von He-Man gelesen, weswegen dieser Adam, der nicht mehr weiß, dass er He-Man gewesen ist, halt eine Erinnerung hinterherjagt, die für mich persönlich keine Erinnerung ist, weswegen auch jedes Aufeinandertreffen mit irgendeinem legendären He-Man-Gegner oder Sidekick für mich nichts Besonderes gewesen ist, weil ich mich genauso wenig wie an die Charaktere erinnere an das, was zuvor passiert ist, weil ich das bis dato halt noch nicht gelesen habe. Ich kann mir vorstellen, dass die Serie für mich persönlich, als jemand, der mit He-Man noch nichts zu tun hat, hat den zweiten Band erst so richtig zündet, weswegen ich mir den zweiten Band auch definitiv kaufen werde. Und für alteingesessene He-Man-Fans ist das Ding wahrscheinlich ein Feuerwerk von der ersten bis zur letzten Seite gewesen, weil dort dann jedes Aufeinandertreffen wirklich episch gewesen ist und wahrscheinlich tausend Erinnerungen zu den einzelnen Figuren wieder wachgerüttelt hat. Ich muss auch dazu sagen, an der Stelle nämlich ein dickes, fettes Dankeschön an den guten Sis Martin, aka Cobra Commander, der mir das ganze Ding ausgeliehen hatte, weil er hatte mir vor ein paar Wochen mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch mal bei He-Man reingucken sollte, dass die Serie ganz gut ist, woraufhin ich meinte, okay, habe ich schon öfters gehört, aber mit He-Man bin ich noch nie so warm geworden, woraufhin er zu mir meinte, wenn du damals die Zeichentrickserie geliebt hast, wirst du das Ding auch total abfeiern, woraufhin ich dann wieder geschrieben habe, dass ich halt damals die Serie nicht gesehen habe und deswegen dann nicht so die Verbindung zu hatte, woraufhin er gesagt hat, pass auf, dann leih ich dir einfach dem Band noch einen anderen Band aus, dann kannst du das Ding mal reinziehen, Video dazu machen und schickst mir die Dinger einfach zurück. Habe ich jetzt im ersten Band gemacht. Ich stehe jetzt im zweiten an erst die Tage und werde sie dir dann wieder zurückschicken. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Aktion von dir. Fand ich cool, bei He-Man mal reinzugucken. Und wie gesagt, ich bin jetzt tatsächlich gewillt, mit dem zweiten Band zu kaufen. Und das, obwohl der erste Band mir nur so mittelmäßig gefallen hat. Wie gesagt, die großen Aufeinandertreffen waren für mich ja keine großen Aufeinandertreffen, weil ich die einzelnen Figuren nicht kenne. Trotz dessen hat das ganze Ding mich sehr gut unterhalten. Weswegen ich dem ganzen Ding so eine 7 von 10 geben würde. Tendenz steigend, wenn man halt im Vorfeld schon mal was von He-Man gelesen hat, so dass man mit den ganzen Charakteren halt im Vorfeld schon warm geworden ist. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir mal eure He-Man-Momente, euer He-Man-Comic, eure He-Man-Serie und eure Meinung zu den He-Man-Comic hier in die Kommentare rein. Ansonsten sei gesagt, guckt auf Instagram vorbei, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Thank you.